Am 24. Februar 1978 machte sich eine Gruppe von Freunden aus Yuba City in Kalifornien auf den Weg, um ein Basketballspiel zu sehen. Sie brachen nach dem Ende des Spieles auf und fuhren dann aus unerfindlichen Gründen einen Berg hinauf in die Wildnis Kaliforniens, wo sie nie wieder lebend gesehen wurden. Der Fall wurde als Mathias Group Incident, Yuba City 5 Case und als American Dyatlov Pass Incident bezeichnet. Dyatlov Pass bezieht sich auf den ungeklärten Tod von 9 Wanderern im nördlichen Uralgebirge in der Sowjetunion zwischen dem 1. und 2. Februar 1959. Das Gebiet, in dem sich der Vorfall ereignete, wurde zu Ehren des Anführers der Gruppe Igor Dyatlov, Dyatlov Pass genannt. Der russische Fall ist ebenso mysteriös wie die Mathias-Gruppe im kalifornischen Plumas National Forest. Die Gruppe war zwischen 24 und 32 Jahren alt. Alle Mitglieder hatten Entwicklungsstörungen und waren in einem Tagesprogramm für geistig behinderte Erwachsene untergebracht. Das bedeutete jedoch nicht, dass sie nicht in der Lage waren, in der Gesellschaft zu funktionieren. Ganz im Gegenteil. Von der Gruppe war Gary Mathias am schwersten geistig behindert. Er litt an Schizophrenie und nahm Medikamente, um seine Symptome unter Kontrolle zu haben. Mathias nahm Stalazin und Cogentin, beides Medikamente zur Behandlung von Schizophrenie. Aus den Polizeiakten geht hervor, dass er gelegentlich gewalttätig wurde und zweimal wegen Körperverletzung angeklagt war. Nach seiner Rückkehr vom Armeedienst in Deutschland nahm er seine Medikamente nicht mehr und verfiel in eine tiefe Psychose, die ihn meist in ein Krankenhaus der Veteranenverwaltung der US-Armee brachte. Er drehte durch, wie Bob, sein Stiefvater, es ausdrückte. Mathias trug eine dicke, glasflaschenartige Brille. Er hatte eine unglaublich schlechte Sehkraft und ohne Brille hat er schon fast doppelt gesehen. Seine schlechte Sehkraft war auf einen Unfall zurückzuführen, bei dem er aus einem fahrenden Auto fiel, nachdem er die Tür geöffnet hatte. Er erlitt eine schwere Kopfverletzung und war 4 Tage lang blind und sein Sehvermögen kehrte nie wieder vollständig zurück. Mathias hatte als Kind keine Anzeichen einer Geisteskrankheit gezeigt, aber es wird vermutet, dass dieser Unfall ein wichtiger Faktor für das Auftreten der Krankheit war. Mathias war ein großer Fan der Rolling Stones und vor seinem Verschwinden war er eine Zeit lang der Leadsänger einer lokalen Rockband namens Fifth Shade. Seine Schwester zufolge haben sie sogar einmal ein Battle of the Bands auf dem Yuba Sutter Fairgrounds gewonnen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war Mathias mit seiner Highschool-Freundin Liza zusammen. Jack Madruga hatte einen niedrigen IQ und sowohl er als auch Gary hatten in der US-Armee gedient und waren im Besitz eines Führerscheins. Er diente 1968 in Vietnam und wurde von seinen Freunden und seiner Familie Doc genannt. Sein wertvollster Besitz war sein 1969er Mercury Montego. Er erlaubte niemandem außer sich selbst, diesen Wagen zu fahren. Nach Angaben seiner Mutter wurde er nie als geistig behindert diagnostiziert, galt aber allgemein als langsam. Seiner Familie zufolge war Jack in der Lage, seine eigenen Finanzen zu verwalten. Jack war ein intelligenter und sensibler Mann, nur extrem schüchtern in sozialen Situationen. Jacks Lieblingssendung im Fernsehen war I Love Lucy. Er lachte gerne bei allen Comedy-Sendungen der damaligen Zeit. Er liebte auch Game-Shows und wir spielten stundenlang Brettspiele, so seine Nichte. Jack hörte auch gerne Motown-Musik. Seine Lieblingsgruppe war Diana Ross and the Supremes, wie George Madruga, sein Neffe, es ausdrückt. Er liebte die Musik, zu der er tanzen konnte. Ted Wire war eine Zeit lang als Hausmeister und Imbissverkäufer angestellt, kündigte aber auf Drängen seiner Familie, die der Meinung war, Wires Langsamkeit verursache Probleme in seinem Job. Wire war zu jedem, den er traf, unglaublich freundlich. Als Erwachsener winkte er Fremden oft aufgeregt zu und regte sich stundenlang auf, wenn sie ihm nicht zurückwinkten, weil er glaubte, dass er etwas falsch gemacht hatte. Ted kaufte einmal ohne besonderen Grund Bleistifte im Wert von $100. Jackie Hewitt lebte mit seiner Familie auf einem Bauernhof, wo er mit seinem Beagle Bo
spielte und mit dem Fahrrad über das Grundstück fuhr. Hewitt betrachtete Wire wie einen großen Bruder und das Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit. Die beiden waren unzertrennlich. Wire telefonierte oft für Jackie, weil er zu nervös zum Telefonieren war. Er konnte weder lesen noch schreiben. Er war sehr schüchtern und hatte einen Sprachfehler. Es wurde berichtet, dass Jackie einen IQ von etwa 40 hatte. Bill Sterling war eng mit Wire befreundet, da er ihn seit 8 Jahren kannte. Eine von Wires Lieblingsbeschäftigungen war es, Sterling anzurufen und ihm lustig klingende Namen aus der Zeitung vorzulesen. Obwohl er mit Wire eng befreundet war, betrachtete er Madruger als seinen besten Freund. Bill war sehr religiös und dafür bekannt, dass er Menschen in psychiatrischen Kliniken besuchte und ihnen aus der Bibel und anderen religiösen Texten vorlas. Er liebte es zu lesen und verbrachte viel Zeit in der Bibliothek, um über geistig behinderte Menschen zu recherchieren. Am Freitag, den 24. Februar, fuhren die 5 Männer etwa 90 Kilometer nördlich von Yuba nach Chico, um ein College-Basketballspiel zu besuchen. Als das Spiel an der California State University gegen 22 Uhr zu Ende war, hielten sie 3 Blocks weiter an einem Supermarkt an, ärgerten den Verkäufer, der gerade schließen wollte, und kauften einen Kuchen, einige Riegel, 2 Pepsis und 1,5 Liter Milch. Als sie am nächsten Tag nicht aus Chico zurückkehrten, waren ihre Familien zutiefst besorgt und riefen die Polizei. Am 25. Februar sollten sie ein eigenes Basketballspiel im Rahmen eines Turniers bestreiten, bei dem sie im Falle eines Sieges 1 Woche in Los Angeles gewonnen hätten. Ihre Kleidung war am Abend des 24. Februar vor ihrer Abreise nach Chico mit der Aufschrift Gateway Gators aus dem beruflichen Rehabilitationszentrum für Behinderte in Yuba City, wo sie alle Basketball spielten, bereitgelegt worden. Wire hatte seine Mutter gebeten, seine neuen weißen Turnschuhe für das Turnier zu waschen. »Wir haben am Samstag ein großes Spiel, lasst mich nicht verschlafen«, sagte er. Die Sheriffs des Bezirks begannen mit der Suche nach den Männern. Am Dienstag, den 28. Februar, fand ein Förster das Auto von Jack Madruger verlassen auf einer unbefestigten Straße in der Nähe von Oroville im Rogers Cow Camp Gebiet auf einer Höhe von etwa 1400 Metern. Der türkisweiße Mercury Montego aus dem Jahr 1969 befand sich etwa 2,5 Autostunden von Chico entfernt, in entgegengesetzter Richtung zu der Strecke, auf der sie eigentlich nach Hause hätten fahren sollen, und weit oben in den Bergen des Plummer's National Forest. Die Polizei fand am Tatort keine Hinweise auf ein Verbrechen, aber das Auto war unverschlossen, ein Fenster war heruntergekurbelt und die Schlüssel waren nirgends zu sehen. Im Auto befanden sich Bonbonpapier, Milchtüten und Basketballprogramme. Im Handschuhfach lagen Landkarten. Trotz der holprigen, unbefestigten Straße gab es keine offensichtlichen Schäden am Auto. Es hatte noch etwa 1/4 Tank Benzin und war nicht im Schnee stecken geblieben. Der Fahrer war entweder erstaunlich vorsichtig und präzise gefahren, so die Ermittler, oder er erkannte die Straße gut genug, um jede Spurrille vorauszusehen. Die Förster suchten das Gebiet 5 Tage lang ab und fanden keine Spur der Männer. Leider zog kurz nach Beginn der Suche ein heftiger Schneesturm über das Gebiet und verwischte alle möglichen Spuren. Auf dem oberen Berg fielen etwa 10 Zentimeter Schnee. Die Suchmannschaften verloren die Männer 2 Tage später beinahe selbst, als sich ihre Schneemobile durch die Schneeverwehungen kämpften. Ein Mann namens Joseph Shawns meldete sich bei der Polizei, nachdem er von dem Verschwinden erfahren hatte, und sagte, er habe die Männer am Freitag, an der die Gruppe verschwand, zwischen 11 und 12 Uhr gesehen. Er fuhr die Schotterstraße zu seiner Hütte hinauf, als sein Auto im Schnee stecken blieb. Und als er versuchte, sein Auto anzuschieben, erlitt er einen leichten Herzinfarkt. Die Geschichte nimmt von hier an einige äußerst verwirrende Wendungen. Laut einer Version sah er, während er in seinem Auto lag, gegen 11.30 Uhr nachts 2 Scheinwerferpaare hinter sich auftauchen. Eines war ein Auto, das andere ein Pickup. Er stieg aus seinem Auto aus, um sie anzuhalten. Die beiden Autos hielten etwa 20 Meter von ihm entfernt, fuhren dann aber gemeinsam in einem Auto davon.
Joseph verbrachte den Rest der Nacht in seinem Auto, bevor er am Morgen wieder den Berg hinunterging. In einer zweiten, noch mysteriöseren Version hörte er im Auto pfeifende Geräusche und sah, was er für eine Gruppe von Männern und eine Frau mit einem Baby hielt, die im Licht der Scheinwerfer eines anderen Fahrzeugs gingen. Chance rief um Hilfe, worauf die Lichter ausgingen und die Pfeifgeräusche aufhörten. Einige Stunden später sah er Blitzlichter vor seinem Auto und rief erneut um Hilfe, aber sofort gingen die Lichter wieder aus. Chance blieb in seinem Auto, bis es kein Benzin mehr hatte und lief dann mehr als 10 Kilometer weit, um Hilfe zu holen, wobei er an Madrugas Auto vorbeikam. Er dachte nicht viel darüber nach, was er gesehen hatte, bis er von den Verschwundenen hörte. Eine Frau berichtete, sie habe die 5 Männer am Samstag und Sonntag in einem roten Pickup-Truck gesehen, etwa eine Autostunde vom Standort ihres verlassenen Autos entfernt. Sie besaß dort einen Laden, in den 2 der Männer kamen, um Lebensmittel zu kaufen. Einer von ihnen telefonierte von einer nahegelegenen Telefonzelle aus. Die anderen beiden blieben im Auto. Über mehrere Monate gab es keine neuen Hinweise. Doch dann, im Juni 1978, bemerkte eine Gruppe Motorradfahrer, die in der Gegend unterwegs war, einen Wohnwagen mit einem kaputten Fenster, der einem Förster zu gehören schien. Der Wohnwagen stand etwa 30 Kilometer bergauf von dem Ort, wo Madrugas Auto gefunden wurde. Von dem Ort des Autos bis zum Wohnwagen ist es eine beachtliche Strecke, wenn man bedenkt, dass es zu dieser Zeit sehr stark geschneit hat und viel Schnee auf dem Weg lag. Im Inneren des Wohnwagens fand einer der Motorradfahrer die Leiche von Ted Wire. Such- und Rettungsteams begannen daraufhin, das Gebiet um den Wohnwagen zu durchkämmen. Am Tag nach der Entdeckung der Leiche von Wire fanden die Suchenden die Überreste von Madruga und Sterling. Sie lagen auf der gegenüberliegenden Seite der Straße zum Wohnwagen, etwa 20 Kilometer vom Auto entfernt. Madruga war teilweise von Tieren gefressen und etwa 3 Meter weit zu einem Bach geschleift worden. Er lag mit dem Gesicht nach oben, die rechte Hand um seine Uhr geschlungen. Sterling lag in einem bewaldeten Gebiet in einem etwa 5 Meter weitem Umkreis verstreut. Es waren nur noch Knochen von ihm übrig. 2 Tage später fand der Vater von Jackie Hewitt an der gleichen Straße, aber viel näher am Wohnwagen, das Rückgrat seines Sohnes zusammen mit einem Paar Levis Jeans und Get There's Schuhen mit Riffelsohlen. Ein Hilfs-Sheriff aus Plumas County fand am nächsten Tag etwa 100 Meter bergab vor den restlichen Knochen einen Schädel, den der Zahnarzt der Familie zur Identifizierung der Überreste verwendete. Hughes Überreste befanden sich nordöstlich des Wohnwagens, wie die von Sterling und Madruga. Nordwestlich des Wohnwagens, etwa 700 Meter entfernt, fanden die Suchenden 3 Wolldecken der Forstverwaltung und eine 2-zellige Taschenlampe am Straßenrand liegen. Die Taschenlampe war leicht verrostet und ausgestaltet worden. Es war unmöglich zu sagen, wie lange sie dort gelegen hatte. Sie fanden keine Spur von Gary Mathias. Seine Tennisschuhe befanden sich im Forstdienstanhänger, was die Ermittler zu der Annahme veranlasste, dass er sie ausgezogen haben könnte, um Wires Lederschuhe anzuziehen, zumal Wire größere Füße hatte und Mathias Füße durch Erfrierungen angeschwollen sein könnten. Obwohl die Leichen der Männer stark verwest waren, ergaben die Autopsieergebnisse, dass sie wahrscheinlich an Erfrierungen gestorben waren. Anhand der Länge seines Bartes und seines Gewichtsverlustes von etwa 45 Kilogramm wurde angenommen, dass Ted nach seinem Verschwinden noch 8 bis 13 Wochen gelebt hatte. Zum Zeitpunkt seines Todes wog er nur noch 50 Kilo. Mehrere Bettlaken waren fest um seinen Körper gewickelt, was darauf hindeutet, dass jemand anderes bei ihm im Wohnwagen war, da er sich nicht selbst auf diese Weise einpacken haben konnte. Seine Lederschuhe waren ausgezogen und fehlten. Auf einem Tisch neben dem Bett lag sein Ring mit der Gravur Ted, seine goldene Halskette, seine Brieftasche mit Bargeld darin und eine goldene Uhr, deren Glas fehlte und die nach Angaben der Familie keinem der 5 Männer gehört hatte. Auch Teds Füße waren stark erfroren. Doch dann nimmt die Geschichte eine noch seltsamere Wendung. Im Inneren des Wohnwagens fanden die Behörden dicke Winterkleidung, Streichhölzer, Spielkarten, Bücher, Holzmöbel und andere Materialien, die leicht zum Entzünden eines Feuers hätten verwendet werden können.
Doch trotz der eisigen Temperaturen auf dem Berg wurde offensichtlich kein Versuch unternommen, ein Feuer zu entfachen. Ein Propangastank, der an dem Wohnwagen angeschlossen war und als Heiz- und Kochbrennstoff hätte dienen können, wurde nicht angerührt. Alles, was sie hätten tun müssen, war, das Gas aufzudrehen, sagt Lance Ayers, Leutnant von Yuba County Sheriff's Department, und sie hätten Gas für den Wohnwagen und Wärme gehabt. In einem Lagerschuppen draußen befand sich ein Jahresvorrat an Rationen. Dabei handelt es sich um konservierte, vorgekochte und zubereitete Mahlzeiten, die an das US-Militär ausgegeben werden. Die Männer verzehrten 36 der Mahlzeiten, ließen aber den größten Teil davon unberührt. Darüber hinaus gab es einen großen Vorrat an gefriergetrockneten Mahlzeiten. Eine der Rationen war mit einem sogenannten P-38-Dosenöffner der Armee geöffnet worden, mit dem sich zumindest Mathias aufgrund seiner Zeit bei der Armee auskannte. So viel erstmal zu den Geschehnissen. Ich habe ja hier auf meinem Kanal schon einige Videos über vermisste Personen gemacht, doch dieser Fall hier hat es mir wirklich angetan. Denn hier verschwinden direkt 5 Personen auf einmal und es gibt eine Reihe von Fragen, auf die es bis heute keine Antwort gibt und wahrscheinlich nie geben wird. Ich denke, die Frage nach der Todesursache ist glasklar. Alle Männer starben an Unterkühlung oder an Hunger. Dafür gab es an den Fundorten der Leichen eindeutige Hinweise. Auch Gary Mathias ist mit einer ziemlich Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an einer Unterkühlung gestorben, auch wenn man seine Leiche nie finden konnte. Die Frage nach dem Wie kann man also ziemlich sicher beantworten. Doch die Frage nach dem Warum könnte man bis heute nicht wirklich hundertprozentig klären, wobei es eine sehr vielversprechende Theorie ist, auf die ich eingehen werde. Warum fuhren die Männer überhaupt nach Osten? Warum haben sie nicht versucht, das Auto zu bewegen, als es feststeckte, anstatt mitten in der Nacht ins Nirgendwo zu laufen? War es Zufall, dass sie auf den Wohnwagen stießen, oder hatte sie jemand dorthin geführt? Warum machten sie nicht ein Feuer, um sich zu wärmen? Wenn Mathias Hilfe holte, wo war dann seine Leiche? Später entdeckten die Behörden, dass ein Snowcat-Fahrzeug, also eine Art Schneemobil, am 23. Februar den Schnee beiseite geschoben hatte, um sich einen Weg zum Wohnwagen zu bahnen, was den Männern möglicherweise die Hoffnung gab, dass sie sich in einem Gebiet befanden, in das die Mitarbeiter der Forstverwaltung bald zurückkehren würden. Es gab auch Theorien, dass Mathias die Gruppe überredete, nach Forbstown zu fahren, ein Gebiet zwischen Chico und jener Bergstraße, um einen dort lebenden Freund zu besuchen. Es war möglich, dass Madruga die Abzweigung verpasste und sich verfahren hatte, so dass er immer tiefer in die Dunkelheit fuhr, bis sie in Panik gerieten und geglaubt haben, ihr Auto stecke fest und sie müssen Hilfe holen. Ein Jahr nach ihrem Verschwinden war die Polizei der Lösung des Rätsels noch nicht näher gekommen. Die Leiche von Mathias ist nie aufgetaucht. Es gab nie eine Erklärung für ihre seltsame Entscheidung, sich auf unbekanntes Terrain zu begeben. Wire war anscheinend bei eisiger Kälte über 30 Kilometer zum Wohnwagen gelaufen, obwohl er seinen Mantel zu Hause gelassen hatte. Keiner der Männer dachte daran, bergab zu gehen, von wo sie gekommen waren, und stellte sich stattdessen den tückischen und unbekannten Weg, der vor ihnen lag. Hatten sie Angst, wieder bergab zu fahren, weil dort jemand auf sie gewartet hat? Die Polizei schloss ein Verbrechen nie aus, ebenso wenig wie die Familien. Melba Madruga, Jacks Mutter, sagte der Washington Post, sie glaube, dass irgendeine Kraft die Gruppe in die Irre geführt habe. Wir wissen ganz genau, dass jemand sie dazu gezwungen hat, sagte sie. Gegenüber der Los Angeles Times sagte sie, es sei für sie unmöglich zu glauben, dass Madruga sein Auto, das er sehr schätzte, jemals in ein Gebiet fahren würde, in dem es beschädigt werden könnte. Er hatte sogar ein Fenster heruntergekurbelt gelassen, was er normalerweise nie tun würde. Ich bin mir sicher, dass er nie von sich aus dorthin gefahren ist, sagte sie der Zeitung. Er wurde entweder ausgetrickst oder bedroht. Die Schwägerin von Ted Wire hat die Theorie aufgestellt, dass die Männer bei dem Basketballspiel etwas gesehen haben könnten, das jemanden veranlasste, sie zu verfolgen. Die Polizei konnte nie Beweise für eine Verfolgung finden, aber niemand konnte sich des Eindrucks erwehren, dass die Männer entschlossen zu sein schienen, weiterzugehen. Warum sollten sie das tun, wenn nicht etwas noch Beängstigenderes direkt hinter ihnen war?
Wenn man sich die fünf Männer anschaut, stellt man fest, dass alle mehr oder weniger an einer geistigen Beeinträchtigung gelitten haben. Alle. Außer Gary Mathias. Er litt an Schizophrenie und hatte einige Psychiatrieaufenthalte und Drogenentzüge hinter sich. Zusätzlich ist er durch mehrere Gewaltdelikte auffällig geworden. Es war auch seine Leiche, die nie gefunden wurde. Alle scheinen damals schnell davon auszugehen, dass Gary Mathias der Täter ist oder vielleicht in irgendeiner Weise mit dem Verschwinden der anderen zu tun hat. Es wäre die einfachste Schlussfolgerung, die man für bare Münze nehmen könnte. Er setzte seine Medikamente ab, erlitt eine Psychose, überredete seine Freunde, an einem abgelegenen Ort zu fahren, um sie zu töten, und floh dann vom Tatort. Der Fall ist abgeschlossen. Danke fürs Zuschauen. Natürlich nicht. Die Gary Mathias ist übergeschnappt Theorie ist unwahrscheinlich, obwohl sie die einfachste Erklärung zu sein schien. Es war leicht, Gary dieses imaginäre Mordkomplott anzuhängen, vor allem in den 70er Jahren, als Geisteskrankheiten wie Schizophrenie stark stigmatisiert waren und nicht gut verstanden wurden. Garys Familie und sein Berater bestätigten, dass Gary seine Medikamente, die ihm sein Stiefvater wie vorgeschrieben wöchentlich verabreichte, 2 Jahre lang vor seinem Verschwinden regelmäßig genommen hatte. In fast allen Quellen und Berichten wurde sein gewalttätiges, bizarres Verhalten vorgehoben, wenn er seine Medikamente nicht mehr nahm. Sensationslust verkauft Zeitungen, aber seine früheren Verhaltensweisen wurden nur dann beobachtet, als er auf Drogen war und keine Medikamente mehr nahm. Und sie sind nicht repräsentativ für den Zustand, in dem er sich während seiner Behandlung im Februar 1978 befand. Zu diesem Zeitpunkt war Gary frei von illegalen Drogen, nahm regelmäßig seine Medikamente und zeigte eine so vielversprechende Genesung, dass sein Berater Don ihm empfahl, dem Basketballteam des Betreuungszentrums, den Gateway Gators, beizutreten. In den damaligen Nachrichten hätte zumindest erwähnt werden müssen, dass Garys Medikamente wöchentlich verabreicht wurden, sodass ein plötzlicher Ausbruch einer Psychose eher unwahrscheinlich war. Alle fünf Männer waren gute Freunde und Gary war nicht der räuberische Ausreißer, als den ihn die Nachrichten darstellten. Sie spielten zusammen Basketball und gingen jeden Samstag zum Bowling. Wenn Gary ein Monster wäre, das seine Freunde umbringen wollte, warum würde er sich selbst in Gefahr bringen und dies auch auf so unlogische Weise tun? Warum sollte er sich und seine Freunde dem Risiko aussetzen, langsam in der Wildnis zu sterben? Gary wusste, dass seine Freunde Struktur und Vorhersehbarkeit sehr schätzen und er hatte keinen Grund zu glauben, dass diese Aktion definitiv zu ihrem Tod führen würden. Vielleicht hat der Mangel an sachdienlichen Informationen über das Verschwinden zusammen mit einem groben und falschen Verständnis seiner Geisteskrankheit zu dieser Zeit dazu beigetragen, dass Gary dafür verantwortlich sein muss. Da seine Leiche nie gefunden wurde, war das für die Strafverfolgungsbehörden und die Presse die einfachste Lösung. Im Nachhinein deuten die Beweise und die Umstände, die zum Verschwinden der Männer beitrugen, auf eine viel, viel wahrscheinlichere Theorie hin. Alle fünf Männer waren Opfer. Die Umstände des Verschwindens der Männer deuten nicht darauf hin, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelt, sondern eher um einen opportunistischen, impulsiven Angriff. Die Männer hatten die Gastmannschaft der UC Davis angefeuert, als sie das Basketballspiel in Chico besuchten. Vielleicht hat das einige der Einheimischen irritiert oder sogar wütend gemacht. Ist es möglich, dass jemand Jacks Auto nach dem Spiel mit der Absicht verfolgt hat, sie zu verletzen? Meine Theorie ist, dass die Männer höchstwahrscheinlich wegen ihrer Behinderung diskriminiert wurden und schließlich Opfer eines Hassverbrechens wurden. In den 70er Jahren war die Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber psychisch kranken und behinderten Menschen eine andere. Sie wurden 7-mal häufiger Opfer von Gewalt als der Durchschnittsmann ihres Alters. Das Rehabilitationsgesetz war 1973 verabschiedet worden, das sich auf die Rechte von Behinderten konzentrierte. Natürlich bedeutet die Verabschiedung von Gesetzen nicht, dass die Menschen sofort Toleranz oder politische Korrektheit an den Tag legen. Auch in den Medien mangelte es nicht an diskriminierenden Begriffen. Der erste Artikel der Los Angeles Times über den Fall trug den Titel »How and Why of Retard Victims Disappearance Seem Inexplicable«. Nun,
Das Wort Retard könnte man auf Deutsch sinngemäß als Idiot oder Dummkopf übersetzen. Auf Deutsch würde die Überschrift also lauten: Wie und warum das Verschwinden der Idioten bzw. Dummköpfe unerklärlich scheint. Der Artikel war voll von Andeutungen, dass die Männer einfach zu inkompetent waren, um herauszufinden, wie sie überleben konnten. Praktisch das gesamte Quellmaterial aus den 70er Jahren war durchsetzt von falschen Vorstellungen über Garys Geisteskrankheit und übertrieb ständig den Schweregrad der Behinderung der Männer, selbst in offiziellen Berichten. Die Diskriminierung von Menschen mit geistigen Behinderungen schien in dieser Region Kaliforniens zu dieser Zeit besonders weit verbreitet zu sein. Die Einrichtung des Gateway Project, der die Männer angehörten, und 7 weitere Einrichtungen in benachbarten Bezirken waren zwischen 1970 und 1975 das Ziel von Brandstiftern und brannten nieder. Es gibt ein sehr interessantes Buch zu diesem Vorfall namens Out of Bounds: What Happened to the Yuba County Five von Drew Beeson aus dem Jahr 2020. In diesem Buch hat er keine Kosten und Mühen gescheut, die bekannten Fakten dieses Falles, von denen viele falsch wiedergegeben wurden, zusammenzutragen. Alle bekannten Theorien über die möglichen Ursachen des Verschwindens der Jungen darzulegen und die Plausibilitäten dieser Theorien zu untersuchen. In dem Buch beschreibt er einige sehr interessante Sachen, die er durch Gespräche mit den Einheimischen aufdecken konnte. Eine Sache war die allgegenwärtige Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. In seinem Buch wird dieses Thema leider nur kurz angeschnitten, doch bei meinen Recherchen bin ich auf einen Reddit-User gestoßen, der sich mit diesem Thema sehr eingehend befasst hat. Der User hat sich sehr tiefgehend mit dem Yuba County 5-Fall beschäftigt und ist dabei auf einige interessante Vorfälle gestoßen, die sich in den Jahren vor dem Verschwinden der Jungen in dieser Gegend ereignet haben. Der folgende Abschnitt ist wichtig für das Verständnis der Theorie, welche erklären könnte, warum die Jungs in jener verheißungsvollen Nacht in die Berge gefahren sind, um ihr Schicksal zu besiegeln. Am 18. Februar 1975, fast genau 3 Jahre vor dem Verschwinden der Jungen, brach ein Brandstifter in die Werkstatt von Gateway Projects ein, der Einrichtung, der die Jungs angehörten, und brannte sie bis auf die Grundmauern nieder. Alles, was sich darin befand, wurde zerstört und der Schaden belief sich auf schätzungsweise $150.000. Einige Tage später, am 1. März, warf ein unbekannter Täter einen Molotow-Cocktail durch das Fenster des Gateway-Hauptbüros. Doch diesmal entstand nur geringer Schaden. Ende März äußerte der Direktor von Gateway gegenüber Reportern die Befürchtung, dass die Vorfälle mit einer Reihe von Anschlägen auf andere Einrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen in Verbindung stehen könnten. Seit Januar waren 7 andere Werkstätten für Behinderte in Brand gesetzt worden und er befürchtete, dass die Anschläge alle in Zusammenhang stehen könnten. Die LA Times behauptete jedoch später, dass es sich hierbei um eine Übertreibung seinerseits handelte und dass es in letzter Zeit nur einen Brand auf dem Gelände eines örtlichen Krankenhauses gegeben hatte. Am 1. April eröffnete Gateway an einem neuen Standort, erhielt aber sofort eine Bombendrohung und musste evakuiert werden. Am 6. April befand sich der Direktor in seiner Wohnung. Kurz nach 20 Uhr klopfte jemand an seiner Tür und er öffnete. Der unbekannte Besucher schüttelte ihm eine brennbare Flüssigkeit ins Gesicht und warf dann ein Streichholz, das ihn entzündete. Innerhalb weniger Minuten hatte jemand anderes in der Wohnanlage die Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. In den wenigen Minuten, die die Polizei brauchte, um einzutreffen, war der Direktor bereits tot. Am 31. Mai veranstaltete Gateway eine Willkommensparty für Donald Larson, der den Platz als Direktor einnehmen sollte. Er war ein langjähriger Freund von Garrett, dem alten Direktor, und war die erste Wahl des Teams für seinen Nachfolger. Die Party fand im Haus von Kay Joyce, einem weiteren Gateway-Mitarbeiter, statt. Und alles lief gut, die Leute feierten und amüsierten sich, als jemand gegen 21.15 Uhr Rauch aus der Einfahrt kommen sah. Auf 2 Autos war eine Brandbombe geworfen worden. Der Staatsanwalt von Sutter County, Ted Hansen, forderte die Polizei in einer inoffiziellen Nachrichtensperre auf, über die Brandanschläge zu schweigen. Gateway war bereits einmal aus der Not heraus umgezogen und Hansen befürchtete, dass eine breite Berichterstattung über die Anschläge
zu einem weiteren kostspieligen Hindernis für das ohnehin schon angeschlagene Zentrum werden könnte. Am 7. Juli rief jemand im Gateway-Büro an und drohte, dass ein anderer Mitarbeiter sein nächstes Opfer sein würde. In dieser Nacht wurde auf Ted Hansons Auto ein Brandanschlag verübt. Am nächsten Tag erhielt Hanson von seinem Vermieter einen Räumungsbescheid, weil die anderen Mieter Angst hatten, im selben Gebäude wie er zu wohnen. Später wurde festgestellt, dass die Brandbombe auf der Larson-Party möglicherweise nicht mit den anderen Bränden zusammenhing, da sich die Vorgehensweise von den anderen Bränden unterschied. Am 9. Juli ging der amtierende Sergeant Ronald Harnish davon aus, dass die Brände alle miteinander zusammenhängen und erklärte dies gegenüber Reportern. Zitat: Offenbar hat es jemand aus irgendeinem Grund wirklich auf Gateway Projects abgesehen. Abgesehen davon wissen wir nicht viel mehr. Wir müssen davon ausgehen, dass die Anschläge alle zusammenhängen, weil sie alle mit Gateway zu tun hatten. Zitat Ende. Am 13. Juli zog die Polizei bei Garrett, dem alten Direktor, ein eher persönliches Motiv in Betracht. Möglicherweise eine Dreiecksbeziehung. Donald Larson sagte, Zitat: Es ist eine Art persönlicher Groll, der sich nicht gegen die Einrichtung richtet. Wir haben die Möglichkeit ausgeschlossen, dass es sich um einen verärgerten Ex-Mitarbeiter handelt. Zitat Ende. Nicht lange danach wurde Kay Joyce angegriffen, als sie sich am Flughafen mit einem Freund traf. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, war der Rücksitz angezündet worden, ein brennendes Streichholzheftchen war mit Benzin hineingeworfen worden. Am 4. August erschien der letzte Artikel in den Zeitungen über die Brandbombenanschläge. Kay Joyce sagte dazu, Zitat: Ich schaue jetzt über meine Schulter und beobachte in meinem Rückspiegel. Ich glaube, wir werden alle gefragt, warum wir noch hier arbeiten. Wir bleiben, weil wir einen Job zu erledigen haben. Das sind nette Leute. Ich glaube nicht, dass einer von uns Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen. Wir sind zu sehr damit beschäftigt, unseren Job zu machen. Wir haben jetzt nie Probleme, einen Parkplatz zu finden. Die Leute sehen uns und fahren dann weg. Zitat Ende. In den Kommentaren erläuterte jemand, wie in den 70er Jahren die Bewegung für die Rechte von Menschen mit Behinderung richtig Fahrt aufnahm und nicht jeder darüber glücklich war. Diese Leute mussten hart gegen die vorherrschende Meinung ankämpfen, dass Menschen mit Behinderung nicht in der Lage seien, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Die 1970er und 80er Jahre waren eine viel gewalttätigere Zeit, als wir uns erinnern. Politisch motivierte Bombenanschläge und andere Angriffe waren an der Tagesordnung. Was geschah, nachdem die Gruppe sich ihre Snacks gekauft hatte, ist eine entscheidende Komponente, die in den veröffentlichten Berichten verdächtigerweise fehlt. Es gibt immer drei Versionen einer Geschichte. Das, was die Polizei sagt, das, was in den Zeitungen steht und das, was die Einheimischen über den Vorfall wissen. Eine entscheidende Komponente dieses Falles wurde nicht veröffentlicht und fehlt in allen offiziellen Berichten. Betrachtet man die nachprüfbaren Fakten des Falles, so ist der generelle Konsens, dass die Männer nach dem Spiel in einen örtlichen Lebensmittelladen namens Bear's Market gingen. Die Berichte konzentrierten sich auf die Snacks, die sie dort kauften, und erwähnen, dass der Verkäufer verärgert war, weil sie den Laden kurz vor Ladenschluss um 22 Uhr betraten. Nachdem die Männer das Basketballspiel verlassen und bei Bear's Market Snacks gekauft hatten, kam es zu einer Konfrontation. Dieser Vorfall wird von den Einheimischen als Bear Market Brawl bezeichnet und kam erst ans Licht, nachdem der Autor in seinem Buch über die Yuba County Five schrieb, seine eigenen persönlichen Nachforschungen mit Einheimischen und Familienmitgliedern der Opfer anstellte. Hier ist die ungefähre Theorie darüber, was gegen 22 Uhr in der Nacht, in der sie verschwanden, geschah. Jackie Hewitt, der den niedrigsten IQ der Gruppe hatte und wegen seines Sprachfehlers und seiner Abhängigkeit von Ted als äußerst schüchtern beschrieben wurde, war das anfängliche Ziel des darauf folgenden Angriffs. Eine Gruppe von drei Männern, die nicht namentlich genannt wurden, sondern nur als Einheimische bezeichnet wurden, näherte sich Jackie und Ted auf dem Parkplatz und begann, ihn wegen seiner Behinderung zu verspotten und das Geld zu verlangen, das sie übrig hatten. Sie beschimpften die Männer und fingen an, Jackie zu schubsen und zu stoßen, worauf er nach seinen Freunden rief, die noch im Markt unterwegs waren. Als Jack und Gary aus dem Laden kamen, beide in ihren hellbraunen Gateway Gators Hemden, änderte sich die Dynamik.
Diese Konfrontation entwickelte sich zu einer regelrechten Schlägerei. Als Gary auf die Männer zuging und sich mit mindestens einem der unbekannten Männer einen Faustkampf lieferte. Garys gewalttätige Ader gehörte der Vergangenheit an, aber es ist klar, warum er in diesem Fall zu einer Schlägerei bereit war. Es handelte sich um seine Freunde, die ihm sehr am Herzen lagen, und er wusste, dass die Leute sie für leichte Ziele hielten. Gary war wohl der Einzige, der fähig und selbstbewusst genug war, sich körperlich zu wehren und für seine Freunde zu kämpfen. Aber genau das konnte zu ihrem unglücklichen Schicksal geführt haben. Ist es möglich, dass diese Angreifer Jacks Auto gefolgt sind und versucht haben, sie weiter einzuschüchtern? Könnte dies die Männer so verängstigt haben, dass sie in die falsche Richtung abgehauen sind? Wenn sie von Leuten verfolgt wurden, die ihnen eindeutig Schaden zufügen wollten, bot das abgelegene Gebiet im Plummer's National Forest vielleicht einen Zufluchtsort, von dem sie annahmen, dass es für ihre Angreifer schwieriger sein würde, ihnen zu folgen. Gary hatte in Forbestown, so dass die etwas bekannte ländlichere Gegend vielleicht die beste Möglichkeit bot, der Verfolgung zu entkommen. Der Autor begab sich nach Butte County und begann, die Familien der Opfer und die Anwohner selbst zu befragen. Und es zeichnete sich eine neue Geschichte ab. Offenbar war es unter den Anwohnern allgemein bekannt, dass es in jener Nacht in Bear's Market zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Einige behaupten, dass dies nicht in den Zeitungen stand, da es durch Lieutenant Lance Ayers, ein enges Familienmitglied des Ladenbesitzers, gemeldet wurde. Es handelt sich um denselben Lieutenant Ayers, der die Beweise im Wohnwagen der Forstbehörde gesammelt und die laufenden Ermittlungen geleitet hat. Seltsam. Der Autor interviewte Garys Nichte Tammy Mathias für sein Buch und sie sagte unerschütterlich, dass sie glaubt, dass ihr Verschwinden etwas mit der Schlägerei auf dem Parkplatz des Marktes nach dem Spiel zu tun haben muss. Sie ist sich sicher, dass dieses Ereignis 1978 den Ermittlern gemeldet wurde. Auch Teds Schwägerin erzählte Bison, der Autor, dass sie von der Schlägerei auf dem Parkplatz des Bear Markets in jener Nacht wusste. Sie drückte ihre Bestürzung über die Strafverfolgungsbehörden aus, weil auch ihr Bericht nie in Polizeiberichten oder Zeitungen erschien. Jahre später behauptete die Schwester von Jackie Hewitt, sie haben ebenfalls von der Schlägerei auf dem Bear Market in jener Nacht gehört. Warum sollten die Ermittler von etwas die Augen verschließen, das ein entscheidender Faktor für das Verschwinden der Männer gewesen sein könnte? Seltsamerweise schien dieses Detail unter den Einheimischen und denjenigen, die dem Fall nahestanden, allgemein bekannt zu sein. Eine große Frage im Zusammenhang mit dem Fall war, warum das Auto verlassen wurde. Es hatte Benzin und steckte nur leicht in einer Schneeverwehung fest. Aus den Berichten vom Tatort geht hervor, dass es Spuren gab, die darauf hindeuten, dass die Reifen zwar durchgedreht waren, aber das Auto war bei weitem nicht so festgefahren, dass jemand und vor allem 5 Personen es nicht leicht hätten herausschieben können. Der Mercury wurde mit heruntergekurbelten Fahrerfenster und unverschlossenen Türen gefunden. Jacks Familie behauptete, dass er das Auto nie ungesichert zurücklassen würde und betonte, wie sehr er das Auto lieben und dass er es nie absichtlich verlassen würde. Die Ermittler hinterfragten nicht, warum die Jungen nicht einfach umkehrten und den Weg zurückgingen, wenn sie sich verfahren hatten, und taten dies als einen Mangel an gesundem Menschenverstand ab. Da sie verfolgt wurden, hatten sie keine Zeit, das Auto aus dem Schnee zu holen, ohne dass ihre Angreifer sie einholten, und das würde auch die Eile erklären, die dazu führte, dass das Auto ungesichert blieb und die Männer in das Wetter rannten, für das sie nicht ordentlich gekleidet waren. Es ist möglich, dass sie bei dem Versuch, zum Auto zurückzukehren, sich verirrt haben und den Elementen erlegen sind. Vielleicht war dies das zweite Fahrzeug, das Joseph Shawns in seiner Nacht mit den Männern gesehen haben will, wenn er überhaupt glaubwürdig ist. Joseph Shawns, das ist der Mann, der auf der Bergstraße einen Herzinfarkt erlitt und angeblich der Letzte war, der die Männer lebend gesehen hat. Es ist aus vielen Gründen unklar, aber sie führen alle zu einer ähnlichen Schlussfolgerung. Die Ungereimtheiten in seinen Aussagen sind ein großes Warnsignal. Er sagte, er sei zu einer Hütte gefahren, um die Schneegrenze zu überprüfen,
obwohl er an der Berghütte vorbeikam, die ihm diese Informationen leicht hätte geben können. Er sagte, er habe zweimal Gruppen von Menschen gesehen und ihnen zugerufen. Dann änderte er diese Geschichte und sprach nur von einer Gruppe. Seine Angaben über die Personen, die er gesehen hat, sind sehr widersprüchlich. In gedruckten Artikeln, die 1978 und 79 in Sacramento veröffentlicht wurden, erzählt er Reportern, er habe 5 oder 6 Personen und eine Frau mit einem Baby gesehen. Dann sagt er 6 oder 7 Gestalten im Wald und zuletzt 2 bis 12 Personen, die von den Scheinwerfern beleuchtet wurden. Imogene Wire, Teds Mutter, besteht darauf, dass ihr Sohn und seine Freunde niemals einen Hilferuf ignoriert hätten und erklärt, wie er und Bill einem Fremden, den sie mit einer Überdosis gesehen hatten, zu sofortiger medizinischer Hilfe verholfen hatten. In Josephs Bericht über ihre Interaktion auf dem Berg hieß es zunächst, dass die Personen, die er sah, ihn nicht beachteten oder sprachen. Dann behauptete er, Schreie gehört zu haben und änderte dieses Detail im letzten Bericht wieder. Er hätte seltsame Pfeifgeräusche gehört. Er sagte, er habe gesehen, wie Jack's Mercury auf ihn zugefahren sei und endete diese Geschichte dann dahingehend, dass er einen Pickup-Truck hinter ihrem Auto gesehen habe. Könnte dies das Fahrzeug sein, das die Männer verfolgt hat, wenn es sich tatsächlich um ein Hassverbrechen handelt? Als Reporter der Lokalzeitung ihn nach dem angeblichen zweiten Fahrzeug fragten, sagte er ihnen, er könne sich nicht daran erinnern oder wüsste nicht, warum er das gesagt haben sollte. Er war sich also nicht sicher, welche Fahrzeuge dort waren, wer sie begleitete und was er überhaupt hörte. Der Autor des Buches, Drew Beeson, sprach später mit Josephs Nachbarn und ging seinem Charakter auf den Grund. Natürlich sind das alles nur Aussagen seiner Nachbarn und noch lange keine Beweise, deswegen auch mit Vorsicht zu genießen. Der Nachbar Todd erklärt, dass er ein unausstehlicher Mann war, der den ganzen Tag herumfuhr und Bier trank, um von seiner Frau wegzukommen. Er unterstreicht Josephs Vorliebe für Klatsch und Schnaps und seinen Ruf, Leute abzuzocken. Er erzählte seinen Nachbarn, dass er ein Berater für Drogenmissbrauch sei, wurde aber nie gesehen, wie er sein Grundstück verließ, um zu arbeiten. Bei einer Durchsuchung seines Grundstücks durch die Sheriffs von Butte County stellte sich später heraus, dass sein Einkommen aus dem Anbau von Marihuana in kleinem Maßstab stammte. Aus Zeitungsartikeln ging hervor, dass er wiederholt wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen war, zuletzt 1979. Der Autor des Buches und der Nachbar, mit dem er gesprochen hat, sind jedoch beide davon überzeugt, dass die Herzinfarkttheorie dazu diente, die Tatsache zu vertuschen, dass er wie in der Vergangenheit betrunken in den Bergen unterwegs war und einfach stecken blieb. Wenn er mit seinen widersprüchlichen Geschichten konfrontiert wurde, wich er immer auf die Ausrede aus, dass er aufgrund seiner unerträglichen Brustschmerzen die ganze oder einen Teil der Zeit halluziniert habe. Die Nachbarin meinte, Joseph habe sich immer gerne wichtiger gemacht, als er war. Es ist sehr gut möglich, dass er die Geschichte immer wieder änderte, damit die Reporter immer wieder mit ihm sprechen konnten, damit er sich durch seine Beteiligung an diesem berühmten Kriminalfall anerkannt und wichtig fühlte. In Wirklichkeit ist er ein wenig glaubwürdiger Zeuge, der verzweifelt versucht hat, sich in irgendeiner Form in die Geschichte einzubringen. Er ist ein fragwürdiger Charakter, aber ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass er nichts mit dem Verschwinden zu tun hatte. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was genau in jener Nacht passiert ist. Ich glaube, dass die Jungen auf irgendeine Weise auf den Berg gezwungen wurden, während Madruger fuhr. Ich glaube nicht, dass sie aus eigenem Antrieb dorthin gegangen sind. Dafür gibt es einfach keine Beweise. Dass Madruga sein Fenster heruntergekurbelt hat, deutet für mich darauf hin, dass er es heruntergekurbelt hat, um mit jemandem zu sprechen. Wenn sie von jemandem gezwungen wurden, den Berg hinaufzugehen, könnte Madruga das Fenster heruntergekurbelt haben, als er die gesperrte Straße erreichte, um mit seinen Verfolgern zu sprechen. Ich glaube, die Jungen wurden aus dem Fahrzeug gezwungen und in die Wildnis verscheucht, vielleicht mit Hilfe eines Gewehrs. Wer hat sie verfolgt? Das könnte jene Gruppe sein, mit der die Jungs in Bears Market aneinander geraten sind. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Shawns direkt etwas damit zu tun hatte. Ich glaube, er war auf einer seiner regelmäßigen Trunkenheitsfahrten.
Ich denke, dass er vielleicht dort oben stecken geblieben ist oder im Vollrausch eingeschlafen ist und auf Hilfe gewartet hat. Es kann gut möglich sein, dass er den Jungen und das Auto tatsächlich gesehen hat. Aber auch hier denke ich, dass er in einem unklaren geistigen Zustand war, um sich wirklich sicher zu sein. Vielleicht hat er wirklich um Hilfe gerufen und die Leute haben daraufhin das Licht ausgeschaltet. Vor allem, wenn es Leute waren, die versuchten, die Jungen in den Wald zu scheuchen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein weiteres Fahrzeug gab. Aber ob Chance es gesehen hat oder nicht, ist völlig offen. Vielleicht hat er es tatsächlich gesehen, wurde dann aber unter Druck gesetzt, diese Aussage zu verweigern. Chance mochte es, sich wichtiger zu machen, als er war. Als er von den Jungen und allen anderen hörte, nahm er seine fest nicht vorhandene Geschichte und machte daraus mehr, als sie war. Er wollte nicht zugeben, dass er betrunken war, also sagte er stattdessen, es war ein Herzinfarkt. Ich glaube, dass die Jungen den Spuren der Pistenraupen bis zum Wohnwagen gefolgt sind. Pistenraupenspuren verdichten den Schnee sehr stark, so dass es viel leichter zu begehen ist und es wäre für die Männer der einfachste Weg gewesen, sich durch die Wildnis zu bewegen. Madruga und Sterling wurden zwischen dem Wohnwagen und dem Auto gefunden und die Ermittler vermuten, dass sie auf dem Weg zum Wohnwagen ums Leben gekommen sind. Was durchaus möglich ist, denn es gibt keine Hinweise darauf, dass Sterling oder Madruga im Wohnwagen waren. Es gibt noch zwei andere Szenarien. Sie schafften es zum Wohnwagen und beschlossen, zum Auto zurückzukehren, als es Wire schlechter ging, da sie wussten, dass das Auto der schnellste Weg war, um Hilfe zu bekommen. Aber bei den Schneestürmen war es fast unmöglich, den Weg zurückzufinden. Madruga hätte darauf bestehen können, zu seinem Auto zurückzukehren, sogar noch in derselben Nacht, als sie dem Wetter erlagen. Hewitt wurde ganz in der Nähe des Wohnwagens in einer anderen Richtung gefunden. Er könnte versucht haben, Madruga zu folgen, wusste aber nicht, in welche Richtung er gehen sollte und verirrte sich. Was wir wissen ist, dass jemand zumindest eine Zeit lang bei Wire gewesen sein muss. Bei 36 gegessenen Rationsmahlzeiten, die den Gebrauch des P38-Dosenöffners erfordern, dem Vorhandensein von Matthias Schuhen und seinen Notizen ist es sehr wahrscheinlich, dass Matthias eine dieser Personen war. Wenn wir davon ausgehen, dass nur Matthias und Wire es geschafft haben und drei Mahlzeiten pro Tag gegessen haben, dann hätten sie für 6 Tage Nahrung. Aufgrund seiner militärischen Ausbildung würde Matthias wahrscheinlich wissen, dass es wichtig ist, die Lebensmittel zu rationieren. Er hätte es auch vermieden, ein Feuer zu machen, wenn er wüsste, dass jemand hinter ihm her war. Matthias Stiefvater war für seine Medikamente verantwortlich und hatte bis zu seinem Verschwinden streng darauf geachtet, dass Matthias sie einnahm. Verschiedene Krankheiten, Medikamente und Dosierungen haben unterschiedliche Halbwertszeiten im menschlichen Körper. Bei Schizophrenie können diese aber sehr unterschiedlich sein und bei Stress zu schlimmeren Episoden führen. Unabhängig davon war Matthias in den ersten paar Tagen wahrscheinlich noch weitgehend er selbst. Es ist möglich, dass er mit der Zeit immer paranoider wurde. Vielleicht warteten Hewitt, Wire und Matthias im Wohnwagen darauf, dass Sterling und Madruga mit Hilfe zurückkehrten. Aber als sie nicht zurückkamen und das Essen knapp wurde und Matthias immer paranoider wurde, machte er sich vielleicht auf die Suche nach ihnen und überließ es Hewitt, sich um Wire zu kümmern. Es ist nicht bekannt, ob sich Lebensmittel in dem Bett, in dem Wire lag, befunden haben, was wahrscheinlich bedeutet, dass jemand ihn gefüttert hat, solange es noch Lebensmittel gab. Aber wir wissen auch, dass er etwa 40 Kilo verloren hat, was bedeutet, dass er zu Lebzeiten einige Zeit gehungert hatte. Hätte man Hewitt die Verantwortung für Wire überlassen, hätte er vielleicht Schwierigkeiten gehabt, herauszufinden, was er tun sollte. Er hätte nicht gewusst, wie man ein Feuer entfacht oder auch nur nach dem Essen sucht. Als Wire ohnmächtig wurde oder es so aussah, als ob er ohnmächtig geworden wäre, hat Hewitt ihn vielleicht in die Laken eingewickelt. Oder Hewitt wickelte Wire ein, als er feststellte, dass er Hilfe holen bzw. die anderen finden musste. Und zwar mit dem Gedanken, dass Wire dadurch warm gehalten würde. Wir wissen, dass Hewitt der intellektuell am stärksten Beeinträchtigte der Gruppe war und nicht lesen konnte. Möglicherweise dachte er nicht daran, in den Schränken des Wohnwagens nach zusätzlichen Kleidungsstücken oder Decken zu suchen. Oder er hatte Angst davor, weil er dachte, er könnte Ärger bekommen. Wenn es eine Beschilderung gegeben hätte, hätte er sie nicht lesen können. Ich denke, Hewitt war der Letzte, der starb. Und
Was ist mit Matthias passiert? Ich glaube, er ist auf diesem Berg gestorben. Der Park ist riesig, überwuchert und voller Wildtiere. Und wenn er sich in eine weniger befahrene Richtung verirrt hatte, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass seine Leiche noch nicht gefunden wurde. Seine Familie hatte Flugblätter an alle Krankenhäuser und Nervenheilanstalten in der Umgebung verteilt. Matthias war dafür bekannt, dass er immer nach Hause ging, egal wie weit er laufen musste. Ich glaube, wenn er noch da draußen wäre, hätte er inzwischen den Weg nach Hause gefunden. Ich glaube nicht, dass Matthias für den Tod seiner Freunde verantwortlich ist. Ich kann verstehen, dass die Madrugas ihm die Schuld geben. Er ist schließlich derjenige, der noch vermisst wird. Wenn sie Matthias von Anfang an nicht mochten, ist es sehr einfach, ihn zu beschuldigen. Es existieren auch keine Beweise dafür, dass gegen einen der Jungen Gewalt angewendet wurde. Ich hoffe, dass eines Tages Matthias sterbliche Überreste gefunden werden und die Hinterbliebenen der Jungs endlich Gewissheit haben. Und was ist mit denjenigen, die dafür verantwortlich waren, dass die Männer auf den Berg getrieben wurden? Wir werden es vielleicht nie mit Sicherheit wissen. Vielleicht meldet sich irgendwann jemand aus seinem Sterbebett und erzählt die ganze Wahrheit darüber, was in jener Nacht am 24. Februar 1978 geschah. Ja, meine Lieben, das war's mit diesem Video. Diesmal wirklich äußerst lang. Ich glaube, mein längstes Video. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ein unfassbar spannender und tiefgehender Fall. Ich habe, als ich für dieses Video recherchiert habe, eigentlich bin ich mit dem gleichen Ansatz an dieses Video rangegangen wie an meine anderen Videos über vermisste Personen in Nationalparks, aber das Thema hat mich so sehr in seinen Bann gezogen und ich bin wirklich versunken da drin und es ist ja einfach eine unglaublich spannende Geschichte und das Buch, von dem ich hier in dem Video erzählt habe, kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen, wenn ihr natürlich der englischen Sprache mächtig seid, könnt ihr euch das Buch bestellen, gibt es bei Amazon, stehen wirklich sehr, sehr, sehr interessante Sachen zu dem Fall drin, falls es euch interessiert. Ja, was haltet ihr davon? Glaubt ihr wirklich, dass die 5 Opfer eines Hassverbrechens wurden und irgendwie auf diesen Berg hochgetrieben wurden und ja, einfach mangels ihrer Erfahrung in der Wildnis einfach keine Chance hatten, da zu überleben? Ich denke tatsächlich, dass das wirklich die plausibelste Theorie von allen ist. Ja, es gibt in dem Buch sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass die Jungs in eine Schlägerei in diesem Markt oder an diesem Markt geraten sind und es macht durchaus Sinn, dass diese Leute, mit denen sie sich eine Schlägerei geliefert haben, sie dann irgendwie auf diesem Berg verfolgt haben und naja, was genau oben geschah, werden wir nie erfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, dann lasst mir natürlich ein Like da, abonniert diesen Kanal und kommentiert das Video. Ich freue mich drauf, mit euch zu diskutieren und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.